Ja, ich hab's nicht so mit Namen, besonders bei schwierigen Städtenamen. Aber herzlich willkommen hier aus Skopje. Vielleicht nochmal als kurze Randnotiz. Wir waren bereits schon in Nordmazedonien gewesen und in Skopje. Allerdings waren wir da nur am Millenniumskreuz gewesen. Aber ich denke mal, zum Schluss dieses Videos werden wir wahrscheinlich auch nochmal ein paar schöne Aufnahmen von machen. Riesiger Platz hier, das ist so cool und die Statue ist so riesig. Die ist zwar da oben und auf dem Bild sieht sie glaube ich nicht so groß aus, aber sie ist riesig, ey. Die ist richtig groß, richtig cool. So wahnsinnig viel zu sehen. Das ist voll cool. Das ist richtig cool.
sowas von cool aus hier. Es ist immer krass, wie lebendig so ein Basar immer ist, ne? Unter bunte Moschee habe ich mir was anderes vorgestellt. Ein bisschen mehr Farbe wahrscheinlich. Aber die Leute sind hier sehr freundlich. Ich spreche auch manche Deutsch, ganz, ganz nett. Und dann darf ich hier Bilder und Fotos machen. Das ist cool. Das ist das erste Mal, dass ich in einer Moschee stehe. Richtig cool ist das hier. Das Problem ist bei diesen touristischen Zielen immer wieder, man trifft halt so viele Leute und die sprechen dann an und dann verquatsche dich mit denen und du weißt gar nicht, ob sie dir was verkaufen wollen oder nicht. Und ich hab gelernt, wenn du nicht weißt, was das Produkt ist, dann bist du meistens das Produkt, wenn man so auf Facebook und die anderen Sachen so achtet, ne? So, wir haben es jetzt fast geschafft. Wir haben die Nebelbank durchbrochen. Und von hier oben sieht das aus, als wenn man irgendwie über den Wolken wäre oder so. Das ist total witzig. Aber wir haben es fast geschafft und hier oben wird es um einiges wieder klarer. Das heißt, wir können auch gute Bilder hoffen.